anderen Sachen. Ja, lang, lang ist her, dass wir unser letztes Tutorial für Unreal Engine gemacht haben. Mir geht es jetzt soweit wieder besser und da habe ich gedacht, komm, wir machen weiter. Der letzte Punkt war ja, wir haben eine Landscape erstellt und ein Material dazu gemacht. Aber was ist denn eine Landscape ohne halt ein vernünftiges Foliage? Und das ist heute unser Thema. Also erstellen wir uns eine schöne Botanik für unsere Szene. Und ich zeige euch einfach Schritt für Schritt, wie es geht. Ja, lass uns einmal mal anfangen und wir gehen wieder in unsere gewohnte Szene aus Unreal. Unsere schöne, ja, Berglandschaft mit den viel zu hohen Bergen, aber egal. Fürs Zeigen und Erklären funktioniert die Szene. So, jetzt sind wir erstmal in unserer Szene zurück. Wir haben unsere wundervollen, viel zu großen Berge. Ist jetzt an und für sich erstmal ziemlich langweilig, weil ja keinerlei Pflanzen drin sind. Das wollen wir jetzt ändern mit dem Foliage-Tool. Was ihr vorher wissen müsst, generell ist das eine Sache von Optimierung. Das Foliage-Tool ist halt, was halt die Optimierung angeht, nicht das Beste. Aber manchmal muss man abwägen, ist es jetzt einem lieber, dass man viele Pflanzen in der Szene hat, die halt nicht optimiert sind für ein Bake her oder halt generell fürs Spiel. Oder dass man halt optimierter arbeitet und halt diese Pflanzen halt einzeln reinzieht über Instanzen, wie man das vorher schon kennt. Empfehlenswert ist, wenn ihr eine kleine Szene habt oder generell der Pflanzeneinteil relativ niedrig ist, dass ihr die dann halt einfach über Instanzen reinzieht, wie wir es die ganze Zeit schon gemacht haben. Einfach über den Content-Browser reinziehen. Ist halt für die Engine halt viel optimierter und ihr habt auch ein bisschen mehr genauere Arbeitsmöglichkeiten wie das Foliage-Tool. Foliage-Tool nutzt ihr bitte nur dann, wenn ihr wirklich sehr viel große Flächen habt, die ihr halt einfach bepflanzen müsst und ihr einfach ja nicht tausende von Grasbüscheln irgendwo platzieren möchtet. Das ist halt gerade für ein Lightbake halt alles nicht optimal, mit dem Foliage-Tool zu arbeiten, weil das Foliage-Tool sieht das alles nicht als Instanzen ein, sondern alles, was ihr über das Tool reinladet, ist halt für die Engine halt ein Mesh. Dementsprechend ist das mit dem Lightbake ein bisschen schwieriger. Wir werden darauf nochmal gleich zu sprechen kommen, wenn wir halt uns die Stats ansehen, was man halt in dem Foliage-Tool alles einstellen kann. Falls ihr einfach nur Szenen erstellen wird für einen Screenshot oder so, dann kann euch das vollkommen egal sein. Wie gesagt, ihr müsst dann kein Licht baken. Auch Unreal Engine 5 muss es nicht unbedingt so wichtig sein. Die Engine an sich wirbt ja auch damit, dass sie halt einen deutlich höheren Polycount verträgt, wie es andere Engines tun, was sie halt auch bis jetzt für mich getan hat. Auch muss man nicht unbedingt eine Light Bake machen. Wobei es halt fürs Optimieren her deutlich besser ist. Sprich, wenn ihr das Spiel rausrendert, läuft es meistens deutlich flüssiger, wie wenn ihr halt das Lightbake nicht macht. Aber ihr seid nicht mehr komplett drauf angewiesen, wenn ihr die Unreal Engine 5 nimmt. Da es halt von der Hinsicht her entwickelter ist, dass halt auch Licht und so weiter halt deutlich besser funktioniert. Umso mehr ihr optimiert, umso besser läuft einfach euer Spiel. Aber das müsst ihr euch halt einfach nochmal im Bewusstsein. So, aber wollen wir einfach mal anfangen. Ich habe mir in meinem Content-Browser schon ein paar Pflanzen geholt über Megascans. Primär habe ich mir Blümchen geholt und halt verschiedene Gräser. Was ich jetzt auch machen möchte, ich möchte nicht nur Blumen und Wiese bei mir drin haben, ich möchte ein paar Bäume. Ich habe mir in Speedtree ein paar Bäume gemacht. Bäume kriege ich momentan leider noch nicht über Megascans. Vielleicht kommt das noch, vielleicht auch nicht. Bäume sind vom Aufbau halt ein bisschen anders da wie die anderen Pflanzen. Wie dem auch sei, ich habe mir ein Speech für ein paar Bäume gemacht und die ziehe ich jetzt rein. Wenn ihr Interesse an meinen tollen Bäumen habt und ihr haben möchtet oder einfach mal ausprobieren möchtet, ich habe unten in meiner Beschreibung einen Megascans-Link drinne. Da habe ich einfach die Dateien von SpeedTree reingepackt. Die könnt ihr euch dann als ZIP-Ordner runterladen und dann halt selber nutzen. Ihr dürft die nutzen, wie ihr die möchtet. Das sind halt einfach ein paar Bäumchen. Wenn ihr möchtet, dass wir uns generell SpeedTree mal ansehen, ich bin jetzt kein Profi in dem Programm, muss ich echt sagen. Ich kann die Basics. Aber wenn euch generell das interessiert, wie man halt SpeedTree nutzt, wie man Bäume in SpeedTree macht, dann können wir auch darüber mal sprechen. So, ich mache mir erstmal unter Geometrie einen neuen Ordner. Trees. Doppelklick. Und dann geht ihr hier hin. Ihr wundert euch nicht, ihr kriegt von SpeedTree ein ganz komisches Format. Halt ST für SpeedTree und halt Texturen. Ihr müsst aber auch nur diese Dateien reinziehen. Die Texturen nimmt er normalerweise von alleine mit. Dann nehmen wir einfach mal alles lieber haben als brauchen. Wenn ihr importiert, könnt ihr fragt ihr euch, wollt ihr Painted Foliage oder Individual Actor? Am Endeffekt ist es euch belassen. Wir machen direkt eine Collision rein, da haben wir uns Arbeit gespart, da müssen wir die separat nicht mehr machen. Wir können sie natürlich anpassen, falls sie nicht passt für unser Spiel, aber so haben wir halt schon mal immer eine drinne.
Und wir machen Create Materials. Und Include Vertex Processing mache ich auch mal an sich erst sicher und einfach importieren. Wir haben unsere Bäume jetzt in unseren Browser reingeladen. Wie gesagt, wir haben die Meshes, wir haben Materials, wir haben Textures. Wir können das eigentlich aufräumen. Wäre an für sich schlauer, aber fürs Tutorial lasse ich es jetzt einfach mal so unsortiert. So, jetzt gehen wir als erstes in unser Tool rein. Neben unserer Landscape haben wir hier unser Foliage-Tool. Da drücken wir mal drauf. Ich ziehe mir das mal hier raus, einfach weil es angenehmer ist zu bearbeiten, wenn es halt nicht da an der Ecke hängt. Wir gehen auf Selektieren. Wir wollen ja mit den Meshes arbeiten. Ihr seht, die Megascan-Sachen sind schon alle drin. Sobald ihr Megascans was runterladet, habt ihr das meistens direkt in eurem Foliage-Tool drin. Bei den anderen Meshen müssen wir die tatsächlich einfach per Drag and Drop reinziehen. Wir markieren uns einfach mal alles, was wir reinziehen möchten. Wir müssen auch nur die Meshes reinziehen, keine Texturen, keine Materialien, die sind ja schon hier direkt angelegt. Das, das und das. Und das. So. Einfach hier reinführen, steht auch direkt schon plus Foliage. Und da haben wir es auch schon. So, das erste, was ich machen möchte, damit ich euch einfach zeige, wie es am besten, wie es Tool an für sich funktioniert. Ich mache erstmal einen kleinen Wald und dazu brauche ich erstmal nur die Bäume. Um sicher zu gehen, dass wir nur die Bäume nutzen, müssen wir gucken, was ist angehakt. Alles, wo der blaue Haken ist, das wird im Paint-Tool benutzt. Aber so wie es aussieht, es waren nur die ersten angewählt. Bäume sind angewählt. Okay, das ist das, was wir wollen. So, und alles das, was jetzt angewählt ist, kann man halt mit den Paint-Tools nutzen. Dazu gehen wir auf Paint. Meistens startet ihr direkt hier drinne und dann kriegt ihr hier so einen Bobble. Das ist einfach euer Pinsel. Wir können mit Brush Size anpassen, wie groß dieser Bobble ist. Und hier mit Paint Density, das ist ein Multiplier, der multipliziert das, was sie in den einzelnen Modellen eingestellt haben. Wir kommen gleich dazu. Ich gehe hier sicherheitshalber einfach nur auf 0,1. Einfach, da ich hier einen relativ großen Pinsel habe und ich möchte nicht ganz so viele Bäume drin haben. Es wäre ja Blödsinn, wenn wir direkt in das bisschen, was wir hier ausmalen möchten, gleich tausende von Bäumen reinziehen. Wäre jetzt nicht so sinnvoll. Was ich euch vorher noch zeigen möchte, dieser Pinsel ist halt dafür da, um direkt alles voll zu machen. Also einmal zack. Und tada, ihr habt jede Menge viel zu viele Bäume. Momentan auch ohne Textur, nicht wundern. Unreal muss halt erstmal Shader compilen, sobald ein Modell erst das erste Mal halt in der Szene ist, wird der Shader compiled. Ist bei mir halt noch nicht passiert. Nach einer kurzen Zeit, wenn das alles compiled ist, wird das alles bunt. Machen wir das mal kurz weg. Wir haben auch eine Single, da können wir halt tatsächlich einzelne Bäume platzieren oder die einzelnen Sachen, die wir angekeyt haben, platzieren. Gibt es zwei Optionen, einmal alle selektierten, all select. Dann habt ihr aber alles an einem Punkt. Meistens will man das ja nicht unbedingt haben. Die meist sinnvollere Alternative ist Cycle True, also einmal durchgehend. Und dann platziert ihr immer abwechselnd einen Baum. Wir können hier auf Erase, also auf den Radiergummi gehen und alles wegradieren. Eine Sache gibt es da, müsst ihr aufpassen. Falls ihr eine Sache nicht anmarkiert habt, wird das auch für einen Radierer nicht ausgewählt. Sprich, diesen einen Baum, den haben wir hier nicht ausgewählt. Den können wir nicht wegradieren, wenn er nicht ausgewählt ist. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Das kann hilfreich sein, wenn man halt bestimmte Pflanzen halt aus einem Gebiet rausmachen möchte. Also was ich meine, hat sich ein Laubbaum, man hat sich ein Waldgebiet gemacht und man hat gesagt, okay, ich habe hier einen Baum drinne, der gefällt mir nicht so gut, was weiß ich, oder hat sich ein Nadelbaum eingeschlichen, weil man nicht aufgepasst hat. Dann wählt man halt nur diesen einen Baum rein aus, dann wählt man halt nur diesen einen Baum aus und radiert den halt dann daraus weg, wo man haben will. Oder man entschließt sich, okay, vielleicht möchte ich mal, vorne, haben sich ein paar Bäume eingeschmuggelt, die finde ich nicht so gut, dann lösche ich nur diese einzelnen Bäume raus. Und halt nicht direkt alles, was manchmal sehr nervig sein kann. So, dann gehen wir wieder in Paint zurück. Wir haben ja gesehen, wenn ich da einmal nur kurz drauf drücke, haben wir jede Menge Bäume. Wir haben ja hier 62 von jedem. Das ist auf dieser kleinen Stelle halt doch sehr viel. Das wollen wir nicht unbedingt haben. Wenn ihr die einzelnen Gegebenheiten für die Assets nutzen, einstellen möchtet, könnt ihr einfach drauf drücken und kriegt verschiedene. Wir gehen einfach mal in Select, dann haben wir es übersichtlich, dann ist das obere Teil weg. Ihr könnt das pro Pflanze einzeln einstellen oder ihr könnt hingehen, okay, ich möchte mehrere Werte gleich verteilen. Dann markiere ich mir alle und dann stellt ihr die Werte für alle
um. Aber er stellt die Werte für alle Ausgewählten direkt auf das Gleiche. Also ihr habt denselben Wert für alles. Je nachdem, wie ihr das machen möchtet, wie ihr es braucht. Ich mache es meistens so, ich stelle halt erst grob für alles ein und dann tue ich Feinheiten ändern, weil ich gesagt, ich nehme jetzt wieder das Wald als Beispiel. Ich habe hier einen Wald gemacht und denke mir, okay, ich habe hier doch relativ viele Nadelbäume in meiner Szene drin, die möchte ich halt nicht so viel haben. Dann stelle ich beispielsweise die Density ein bisschen anders da bei den Nadelbäumen wie bei den Laubbäumen, dass ich halt mehr Laub wie Nadelbäume habe, etc. Das kann man dann halt nachhinein noch einzeln einstellen. Aber das Gröbste stelle ich halt erstmal direkt für die komplette Gruppe rein. Jetzt gesagt, alle Bäume, alle Blumen, alle Gräser stelle ich dann halt grob so ein und mache dann die Feinarbeiten nachher. So arbeite ich halt für mich, finde ich das halt angenehmer. So, das Erste, was wir haben, ist halt die Density, also die Dichte. Umso weniger die Dichte, umso weniger Bäume haben wir in der Szene. Gehen wir vielleicht hier mal auf 10. Und dann gehen wir wieder auf unseren Pinsel drauf. Dann haben wir anstatt jetzt paar 20 nur 6 Bäume. Ist immer noch ein bisschen viel für das. Dann gehe ich doch mal auf 3. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus nach dem, was ich möchte. Wie gesagt, da müsst ihr halt immer ein bisschen umprobieren. Es kommt halt immer darauf an, wie groß ist euer Pinsel eingestellt, eure Paint Density und eure Density für die Bäume. Da müsst ihr ein bisschen abgleichen. Wenn ich das jetzt beispielsweise höher stelle, habe ich hier wieder mehr. Wenn ich jetzt aber im Gegensatz den Pinsel größer mache und die hier kleiner mache, dann habe ich relativ wenig Bäume drin. Da muss man halt immer ein bisschen abwägen, wie man das haben möchte. Im Endeffekt ist das halt einfach ein Wert, den man dann halt durch Probieren halt einfach rausbekommt, wie es halt für die Szene besser passt. Man will auch mal einen dichteren Wald haben, dichtere Wiese, mal eine etwas lichtere. Na, das kommt halt immer drauf an, wie ihr das für euch braucht. Ich mache das mal wieder ein bisschen kleiner. So, dann gehen wir mal hier auf 0,5. Lassen wir das mal so. Dann haben wir doch einen relativ guten Wert. Vielleicht mache ich meinen Pinsel doch ein bisschen größer. Und wir können halt durch drüber ziehen. Wie ihr seht, wenn ich einfach drüber male, es werden halt nicht immer mehr Bäume an der Stelle, wo ich male, sondern nur da, wo Platz ist, wird was hingemalt. Das liegt halt, wie gesagt, an der Density. Die schaut, ist da schon ein Baum? Kann ich da noch einen hinstellen? Passt das dann hier überein? Bei dem Radius können wir dann gucken, ist derselbe Baum in der Nähe? Stelle ich da noch einen hin? Da kann man halt sagen, okay, ich möchte bestimmte Bäume, dass sie halt nicht so nah aneinander stehen. Was weiß ich, ich habe jetzt hier meinen Nadelbaum. Ich möchte, dass der halt nicht so nah gesiedelt ist wie die anderen Laubbäume. Sprich, also wenn ich hier beim Radius höher drehe, wird er halt gucken, steht dieser Nadelbaum da schon in der Nähe? Kann ich da direkt noch einen hinstellen oder ist das zu nah? Ich sagte, Density ist für alle und Radius ist halt für die Instanzen, also immer nur für die gleichen. Dann können wir hier beim Scaling noch eine Sache machen. Ich mache mal kurz hier wieder alles weg. Ja, Radieren sieht manchmal ein bisschen seltsam aus. Ich gehe hier mal bei Scaling. Scaling würde meistens wahrscheinlich was sagen, ist einfach die Größe von dem Objekt. Meistens macht Uniform am meisten Sinn. Ist halt der komplette in alle Richtungen X, Y und Z in alle Richtungen gleich skaliert. Wir können auch verschiedene Achsen ausselektieren, dass halt wirklich nur in eine Achse sich ausgedehnt wird. Macht meistens nicht so viel Sinn. Man kann halt höchstens sagen, okay, bei Gräsern kann man sagen, okay, locke Y und X, damit es halt einfach nur in der Z-Richtung nach oben ist, dass man halt einfach verschieden hohes Gras hat, dass die Grashalme nicht dicker wird. Da muss man da aufpassen, da darf man nicht übertreiben, sonst sieht es komisch aus, weil sich die Textur verzieht. Meistens ist halt Uniform, finde ich, die beste Lösung. Müsst ihr halt dann für euch selbst entscheiden. Wie gesagt, bei Gräsern kann es auch gut funktionieren, dass man halt nur auf die Z-Achse skaliert und dann sagen, okay, unser kleinster Baum ist, wie gesagt, das sind alles Multiplier, einmal 0,8 und der größte ist bei 1,5. Da sehen wir schon, wir haben ein paar Bäumchen, die sind hier ein bisschen größer und der gleiche ist hier hinten noch mal ein bisschen kleiner. Das macht halt einfach dieses Scaling aus. So sieht es einfach aus, als hätte man mehr Bäume oder mehr Baumvarianten, wie man eigentlich hat, weil man die gleichen Modelle kleiner und größer hat. Hier hat sich irgendein ganz kleiner reingeschmuggelt. Ich glaube, den habe ich echt klein modelliert. Das nächste, was wir haben, sind dann die Placements. Hier geht es bei Z-Offset darum. Bei 0 ist er direkt auf dem Boden dran. Also der Nullpunkt ist auch der Nullpunkt unserer Fläche, wo er draufgemalt möchte.
Wollen wir, dass der Baum vielleicht ein bisschen in den Boden versinkt, dann können wir sagen, okay, dann machen wir hier minus 200 rein. Wenn er ein bisschen höher wachsen soll und schweben soll, gibt es auch die Möglichkeit. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie man das nutzen könnte. Höchstens, wenn man halt den Pivot falsch gesetzt hat, dass man das damit ausgleichen kann. Wenn ich hier was platziere, dann haben wir Bäume, die doch dort deutlich zu weit unterm Boden sind. Nur mit der Spitze rausgucken. Ich glaube, 2000 war ein bisschen viel, aber ihr versteht, worum es geht. Ich mache das wieder zurück. Dann haben wir hier Align to Normal, also es richtet sich nach der Normal aus. Haben wir hier. Momentan halt, ja, geht in alle Richtungen. Und Align to Normal, so ist halt, sie wachsen halt immer nach oben. Bei Bäumen macht das tatsächlich Sinn, wenn man Align to Normal ausmachen, weil Bäume an und für sich meistens nach oben wachsen. Die wenigsten wachsen tatsächlich seitwärts. Kann Sinn machen bei Gräsern, wenn man kleinere Hügel hat, dass man sagt, okay, die Gräser und Blumen wachsen halt so ein bisschen mit dem Hügel mit. Wie gesagt, bei Bäumen ist das jetzt meist nicht so gewollt, weil, wie gesagt, Bäume wachsen halt nicht so. Kein Baum wächst so. Dann haben wir hier einen Random Draw. Also momentan haben wir es auf 0. Momentan gibt es keinen Random Draw. Es geht einfach darum, eine leichte Neigung. Da können wir eingeben. Wir geben einfach mal 45 ein, aber damit sehen, was passiert. Und dann haben wir schon, dass halt einige Bäume. Hier haben wir einen, der einfach schief platziert würde. Da muss man halt ein bisschen mit ausgleichen, eventuell, dass man halt sowas nicht passiert, dass man sie ein bisschen in den Boden reinsteckt. Da kann man halt Neigungen machen. Wie gesagt, bei Bäumen bringt das jetzt nicht so viel. Da könnte man sagen, okay, wir gehen halt vielleicht auf 5, dass man so eine ganz leichte Neigung drin hat, dass man ein bisschen Varianz drin hat, dass sie alle nicht straight nach oben wachsen. Gesagt, also auf 5 kann man das machen, vielleicht auch 7 oder 8. Deutlich mehr sollte man nicht machen, dann wird es irgendwann wieder komisch. Warum? Wie gesagt, Bäume wachsen halt normalerweise nach oben, was sie so tun. Wir können auch festlegen, okay. Wir möchten, dass Bäume eventuell halt nicht dort wachsen, wo ein Gefälle ist, wie jetzt hier. Momentan wachsen Bäume von flachen Ebenen von 0 Grad bis halt zu einem Winkel von 45 Grad. Und hier oben wachsen sie. Wenn man jetzt sagen, okay, maximal 10 Grad, dann können wir hingehen und können hier malen, wie wir wollen. Da das deutlich mehr wie 10 Grad sind, wird da nichts wachsen. Dann kann man nichts hinzeichnen. Aber hier unten malen, können wir weiter malen. So kann man das halt ein bisschen eingrenzen, wenn man halt Berge hat, dass man nicht aus Versehen Bäume auf Bergen platziert. Das gleiche geht auch bis zu einer gewissen Höhe. Man kann halt sagen, okay, meine Bäume wachsen halt nicht in einer gewissen Höhe. Da muss man dann ausprobieren, wo die Höhe des Levels ist, dass man sagt, okay, ich möchte, dass hier oben keine wachsen, dann suche ich mir die Höhe raus. Da muss ich halt die Höhe ein bisschen raussuchen, wie hoch die Szene ist. Das ist halt, es variiert immer je nachdem, wo eure Szene steht, wo eure Landscapes steht, wie hoch eure Berge sind. Da müssen wir ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, da kann man halt einfach eingrenzen, wo was platziert wird, dass man halt quasi sich eine Maske macht und nicht drüber zeichnen kann. So, das nächste, was wir haben, sind die Instance Settings. Generell würde ich empfehlen, ob ihr das auch rendern möchtet oder nicht, stellt das auf Movable. Ihr müsst hierbei auch aufpassen, wenn ihr eure Szene baken möchtet, dass ihr halt so eine äußere Szene halt tatsächlich eure Lights auch auf Movable stellt, beziehungsweise auf Static, aber da kann es mit dem Light Bake halt zu Problemen kommen, dass halt die Lightmap für das Foliage zu groß ist. Geht auf Nummer sicher und macht halt für äußere Szenen alles, was halt alles außen beleuchtet, auf Movable. Zur Not wählt mehrere Lichtkanäle aus. Wenn ihr halt noch ein Häuschen drin habt, was man halt sieht, dass ihr halt für das Haus innen und halt für das Äußere halt verschiedene Lichtkanäle habt. Da können wir eventuell mal ein bisschen drüber sprechen, was man da machen kann. Aber generell halt für Außengebiete, wenn ihr Foliage habt, solltet ihr tatsächlich auf Movable umstellen. Sonst, wie gesagt, kommt die Engine nicht damit hinterher, die Lightmaps zu baken. Das ist dann zu viel. Solltet ihr dann trotzdem Probleme bekommen beim Lichtbaken, könnt ihr noch Cast Static Shadows ausschalten, sicherheitshalber. Das sollte eigentlich dann auch die Probleme mit dem Baken lösen. Was man auch machen kann, man kann halt selbst eine Resolution feststellen. Wenn man das nicht macht, sollte die standardmäßig auf 64 sein. Wie gesagt, manchmal kann es auch helfen, einfach selbst
eine einzustellen, die halt dann dementsprechend niedrig ist. So. Und hier unten das Zeug ist jetzt halt erstmal für uns jetzt erstmal nicht so wichtig. Das ist mehr so Advanced-Sachen, auch spezifische Sachen, die brauchen wir jetzt erstmal für unsere Sachen nicht. Wir wollen jetzt erstmal hier so ein bisschen Wald machen. Wie gesagt, mit Bäumen funktioniert das schon ganz gut. Haben wir doch so ein Stück Wald einfach mal rein platziert. Das gleiche können wir natürlich dann halt auch mit unseren Gräsern machen. Die markieren wir auch mal alle an. Wie man sieht, die haben halt dann wieder ganz andere Werte. Jetzt können wir hier auch einfach eine Density eingeben, vielleicht von 10. Ich mach mal, ach, Radius lassen wir mal gleich für alle. Da haben wir ja nichts einzeln einstellen müssen. Der Radius macht ja Sinn, wenn man halt das bei einzelnen Pflanzen nochmal einstellt. Dann haben wir den Scale von mindestens 0,8 bis 1,2. Den lassen wir an. Along to Normal lassen wir auch erstmal an bei Gras. Da macht es meistens mehr Sinn. Gehen wir mir hier auf 20 Grad, auf Movable, Schatten lasse ich an, Static mache ich aus. Und dann probieren wir jetzt einfach mal ein bisschen aus. So, gehen wir ein bisschen näher ran. Gras ist ja an für sich kleiner wie Bäumchen. Wir haben doch einen sehr, sehr großen Pinsel, sollten wir vielleicht kleiner machen. Okay, wir haben hier ein paar Büsche. Ich habe irgendwo ein paar Büsche drin, die haben sich da mit reingemogelt. Welcher von den ganzen Dingern ist jetzt der Busch? Gute Frage, nächste Frage. Setze wieder die große Frage, welches Asset ist es? Machen wir mal Single. Hopp, ah, da haben wir doch. Das ist der Busch. Du auch? Du auch. Bei mir sieht das auch alles ein bisschen seltsam aus. Ich habe hier meine Stabilität auf Medium, deswegen kann das ja zu Fehlern führen, aber mein Computer momentan während der Aufnahme nicht mehr mitmacht. Das sind alles Büsche. Ja, Wiese. Da haben wir doch Blumen. Das sieht nach generell auch Wiese aus. Haben wir irgendwo einen Busch, der sich reinmogelt? Sieht nicht so aus. Okay. Vorbereitet. Jetzt können wir Wiese malen. Vielleicht die Density höher. Na, hier Wiese malen. Hier sieht bei Wiese muss man Density doch deutlich höher stellen. Die sind aber deutlich kleiner wie so ein Baum. 5000 ist, glaube ich, ein bisschen viel. So. Aber an für sich habt ihr das System dahinter jetzt hoffentlich verstanden. Man muss halt immer ein bisschen je nach Szene alles einstellen. Und wie gesagt, wundert euch nicht, dass das bei mir jetzt so komplett katastrophal aussieht. Ich habe halt meine Stabilität auf Medium. Einfach nur dadurch, dass halt einfach das nicht hängt, während ich aufnehme. Wenn wir das auf Cinematic umschalten, sieht das halt schon wesentlich besser aus, aber es hängt halt bei mir. Generell für alle, die sich wundern, wie das überhaupt funktioniert, ihr könnt hier bei Settings gehen und hier Engines, Scalability Settings. Falls ihr wirklich Probleme habt, dadurch, dass es halt beim Editieren halt bei euch hängt, könnt ihr halt hier verschiedene Sachen einstellen. Ich gehe einfach bei Medium, weil es halt für mich am besten funktioniert. Gibt halt High, Epic, Cinematic. Es gibt auch eine Autofunktion, aber die funktioniert für mich jetzt nicht so gut. Vielleicht tut es für euch, dass sie sich variabel anpasst. Aber ich fahre ganz gut mit Medium. Gerade wenn ich halt, wie gesagt, aufnehme oder streame. Deswegen ist meistens die Qualität von meinen Sachen nicht so die beste. Aber dafür flüssig und hängt nicht. Vielleicht hatte der ein oder andere das Problem auch gehabt und jetzt seht ihr das am Ende. Also das kleine Bonus für Leute, die sich das Video bis zum Ende durchgucken, die kriegen extra Wissen, das halt nicht mit im Titel steht. So, wie gesagt, an für sich solltet ihr jetzt wissen, wie das Tool funktioniert. Ihr müsst es halt jetzt jedes Mal für eure Gegebenheiten einstellen. Wie gesagt, es gibt halt bei solchen Sachen nie eine Komplettlösung, wie stellt diese Zahlen ein und dann funktioniert das für alles. Es kommt halt immer darauf an, wie ist euer Level, wie wollt ihr das machen, welche Assets habt ihr. Habt ihr gesehen? Bei den Bäumen hier hinten haben wir 0,2 gehabt und hier 10 oder so. Und das hat für einen Wald super funktioniert.
haben wir das hier für die Wiese genommen, hat das ja gar nichts gebracht. Da haben wir jetzt tatsächlich die Density auf 1 und hier auf 500. Wir hätten es tatsächlich noch ein bisschen höher machen können, gerade bei der Wiese. Muss man dann halt, wie gesagt, immer dann einstellen für die Ziele, die man hat. Ach, ein Tool habe ich ganz vergessen, weil ich es persönlich weniger nutze. Wir haben ja noch so ein Lasso-Tool. Damit können wir dann halt auch markieren. Wir können aber auch nur das markieren, was wir ausgewählt haben hier. Sprich, ich könnte meine Bäume da hinten nicht markieren, sondern nur die Wiese. Und dann könnte man die theoretisch hier durch Pivot verschieben. Ist halt ganz praktisch, gerade bei den Bäumen. Wenn man halt bei den Bäumen ein bisschen einen Winkel drin hat, kann es sein, dass halt der Baum halt so ein bisschen überirdisch schwebt. Den kann man dann halt einfach zurück in die Erde stopfen. Oder halt einfach wo platzieren, wo er hin soll. Und wenn ihr das halt deselektieren möchtet, hier deselect, zack, ist weg. Das wollte ich euch noch sagen. Oder dann halt, wenn ihr das selektierte removen möchtet, hier remove, könnt ihr das dann einfach rauslöschen. Einfach tut, bleibt weg. So, das war es jetzt erstmal fürs Village-Tool. Ihr solltet eigentlich wissen, wie das jetzt alles funktioniert. Ich habe jetzt halt gezeigt, wie die Sachen funktionieren. Ich habe euch die Basic-Sachen gezeigt. Es gibt natürlich viele weitere Sachen, die man einstellen könnte. Aber das ist halt einfach dann Advanced Stuff, das halt ein bisschen genauere Erklärung bedarf. Aber so für den Anfang reicht es ja vollkommen aus. Ihr könnt jetzt eine Szene erstellen, ihr könnt eure Pflanzen verteilen, euch das so einstellen, wie ihr das braucht. Es ist viel einfach Übungssache und einfach ausprobieren, was funktioniert. Gerade am Anfang ist einfach Trial and Error, irgendwas wird schon funktionieren. Ja, und wie gesagt, ihr könnt jetzt ein bisschen rumspielen und eure eigene Szene gestalten. Das eventuell ein bisschen schöner wie das hier. Mal allein, wenn schon das nicht auf Medium ist, sondern auf Cinematic, sieht das halt doch schon wesentlich schöner aus. Aber wie gesagt, es hängt dann halt bei mir total mit der Aufnahme, wenn man dann halt noch editiert. So, dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen, ihr habt was gelernt und wir sehen uns dann im nächsten Tutorial. Auf Wiedersehen!